Heute geht es weiter mit den Körperreisen und zwar mit dem Urogenitalsystem. Das heißt, wir werden anfangen, die Nieren, Harnleiter, Blase und werden uns mit diesen Organen beschäftigen. Das sind ja auch die Nieren ganz wichtige Entgiftungsorgane. Die Leber hatten wir ja schon bei diesen Körperreisen. Und die Besonderheiten von den Nieren auf der energetischen Ebene möchte ich jetzt kurz mal durchgehen. Grundsätzlich ist es so, durch das, dass wir zwei Nieren haben, sagt man so von der Analogie, von der Symbolik her, es geht hier um die Partnerschaftsorgane. Und das kann ich auch aus meiner Praxis eigentlich ganz gut eigentlich nachvollziehen. Als Bild, als Beispiel, ich habe zum Beispiel ganz viele Klientinnen, die Probleme mit der Blase haben, Blasenentzündungen haben. Und wenn sich die dann mehren und häufen, ist es oft ein Hinweis, dass in der Beziehung etwas nicht passt. Und oftmals löst man das dann auch energetisch über die Partnerschaft. Das heißt, man sieht wirklich so oft einen Spiegel aus den Themen, die man mit der Partnerin, mit dem Partner dann hat. Das habe ich allerdings öfter bei weiblichen Klienten. Das heißt, bei Männern ist es ein bisschen anders, aber bei Frauen ist es ganz oft so die Blase. Also wenn etwas mit der Blase ist, würde ich mir immer gleich die Fragen stellen, wie geht es in meiner Beziehung, steckt da vielleicht was, gehört da was ausgesprochen, fühle ich mich auf einer Ebene nicht wohl oder nicht ganz sicher mit meinem Partner? Also das würde ich mich da auf jeden Fall fragen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder, der jetzt eine Blasenentzündung hat, gleich Probleme in der Partnerschaft hat, aber es wird halt öfter, man sieht es halt häufiger mal. Und bei der heutigen Reise, wie gesagt, schauen wir uns Nierenblase an. Gehen die Nieren, die zwei Nieren, Harnleiter, Blase, Harnröhre und werden das einmal reinigen. Und werden das auch einmal schauen, dass wir da mal gut durchputzen können. Grundsätzlich, ich habe es schon erwähnt, ich rede jetzt nicht von den Nieren im medizinischen Sinne, sondern ich rede von den Nieren im energetischen Sinne. Das heißt, wir arbeiten heute am Energiefeld der Nieren und nicht direkt an dem Organ. Auch wenn ich das sprachlich jetzt so bringe, ersetzt diese Meditation natürlich keinen Arztbesuch. Und immer wenn ich von Heilung rede oder Heilenergie, ist das auch energetisch gemeint. Das heißt, da geht es darum, dass sich dieses Energiefeld der Nieren einfach harmonisiert. Also man kann sich das so vorstellen, dass jedes Organ, alles was wir konkret in unserem Körper haben, auch ein energetisches Doppel hat. Und das wird bearbeitet in der Energetik, vor allem auch in der medialen Energetik und an das richtet es sich. Und warum das dann sich umsetzt ins Körperliche ist, man kann sich das vorstellen wie eine Inspiration. Da wird also das konkrete Organ, die konkrete Niere in dem Beispiel, inspiriert von dieser geheilten Energie. Und setzt das dann mit um. Und so funktioniert das dann. Gut, das wäre es eigentlich mal so zur Einleitung. Und dann wollen wir gleich mal beginnen, dass wir uns mit den Nieren und Harnleiter, Blase, Harnröhre auseinandersetzen. Gut, zur Einstimmung atme zweimal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr und machst dir bewusst, dass du jetzt eine Körperreise startest, wo es um deine Nieren geht. Du kannst jetzt deine Augen schließen. Und jetzt stell dir zuerst einmal vor, dass in deinem Rücken ein aprikotfarbenes Licht erscheint, hellorange oder aprikotfarben. Es ist wie eine Mischung aus Orange und Rosa. Und dieses Licht scheint jetzt in deinen Rücken
Und es fühlt sich an, als würdest du auf einer herrlichen, weichen Matratze liegen. In einem wunderbar bequemen Bett. Fast so, als würdest du auf einem Wolkenbett schweben. Und du spürst jetzt die Leichtigkeit, die von diesem Licht ausgeht. Und du spürst, dass dieses Licht dich an einen Ort bringt, wo deine Nieren, deine Blase, wo dein gesamtes System geheilt wird. Und das geht ganz selbstverständlich. Du brauchst gar nichts dafür tun, sondern dich einfach mehr und immer mehr entspannen und immer ruhiger und klarer zu werden. Und du spürst, während du dich zu diesem heilenden Ort bewegst, fallen Alltagsgedanken und Sorgen von dir ab. Und du wirst immer entspannter und gelassener. Erlaube dir jetzt, auch deinen Verstand, deinen Kopf ein bisschen abzuschalten. Das heißt, deine Gedanken werden gereinigt. Und du wirst immer freier und leichter und friedlicher in dir. Und dieser Frieden ist spürbar. Du merkst, wie sich dein Herz entspannt und weitet. Und du spürst, wie alte Verkrustungen, alte Dinge, die in deinem Energiefeld stecken, Emotionen, Erfahrungen, alles, was dich einschränkt, dass das jetzt in die Heilung gehen darf. Und du spürst, dass sich dein Solarplexus, das ist so das energetische Zentrum in deiner Magengegend, auch mal entspannt und reinigt. Das ist dieses soziale Zentrum, auch das Zentrum der Emotionen, das Ich und die anderen Zentrum. Also du und dein Umfeld. Und dieses Zentrum entspannt sich. Und alle Leute, die dich Kraft kosten, die dich Energie kosten, fallen jetzt ab. Und du spürst, dass du eine tiefe, tiefe Frische und Leichtigkeit wahrnehmen kannst. Und allen Menschen, denen du dich jetzt noch besonders verbunden fühlst, egal wie gern du die hast, all diese Menschen machen jetzt Platz
Und du kommst ganz in dein Energiefeld. Und diese Menschen sind eh nicht für immer weg, sondern es ist jetzt einfach für dich an der Zeit, in diesen Heilungsraum einzutreten und deinen inneren Frieden und deine innere Klarheit zu finden. Du spürst jetzt, dass du immer mehr und mehr und tiefer in die Entspannung kommst. Und du spürst, dass du jetzt angekommen bist an dem Punkt, wo deine Nieren, Harnleiter, Blase, Harnröhre wo dieses gesamte Urogenitalsystem geheilt und gereinigt wird. Du erfährst jetzt eine ganz tiefe Reinigung auf energetischer Ebene. Es fühlt sich für dich an, als würdest du ganz tief entspannen. Und diese tiefe Entspannung ist ein dunkles, violettes Licht. Und dieses violette Licht reinigt jetzt dein Blut. Und du spürst, dass jede Zelle in deinem Blut in diesem Augenblick wie in eine Waschmaschine kommt. Das wird jetzt durchgereinigt. Und während das Blut durchgereinigt wird, ähnlich wie in der Medizin bei einer Dialyse, können deine Nieren jetzt auf energetischer Ebene gereinigt werden, stabilisiert werden und geheilt werden. Und zuallererst lösen sich mal aus deinen Nieren sämtlicher Stress und sämtliche Anspannungen. Alles, was dich unsicher macht, was dich verunsichert. Alles, was auf deinen Nieren gespeichert ist, was dort nicht hingehört, all das reinigt sich jetzt aus. Und die Müdigkeit und Erschöpfung, die auf deinen Nieren vielleicht gespeichert ist, transformiert sich jetzt und fließt aus dir heraus. Atme nun tief ein. Und wieder aus. Und in diesem Augenblick spürst du, wie in einem goldenen, gelb-goldenen, hellen Licht die Deva, die Pflanzendeva der Goldrute zu dir kommt und dir in diesem goldenen Licht die Hände auf deine Nieren legt. Und du bekommst jetzt die Zeit, den Raum und die Geduld, die deine Nieren brauchen, dass sie dieses heilende Licht der Goldrute zu 100% annehmen können.
Zeitraum, Geduld. Lösen von Selbstboykott. Lösen von Selbstzweifeln. Elternthemen. Also Themen, die du vielleicht in deiner Kindheit gelernt hast und die mit der Partnerschaft deiner Eltern zu tun haben. Atme tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal, wie sich Stück für Stück deine Nieren der Goldrute öffnen. Und die heilenden Frequenzen der Goldrute können jetzt in dich einfließen. Und du spürst, wie deine Nieren, fast wie ein ausgetrockneter Schwamm, diese Energie aufsaugen und weicher werden und weiter werden. Du spürst, wie deine Nieren sich ausgleichen, wie deine rechte und deine linke Niere sich ihre Aufgaben wieder teilen, sodass jede Niere gleich viel arbeitet. Und du erlaubst dir jetzt auch ein Bewusstsein zu entwickeln, wenn es notwendig ist, dich vielleicht wärmer anzuziehen. Vielleicht übersiehst du das manchmal und bräuchtest noch einen zusätzlichen Pulli oder ein Unterhemd, irgendein Gewand oder auch einfach nur einen Gürtel, der deine Nieren wärmt. Und diese Wärme fließt jetzt durch dich durch. Und wenn du jemand bist, der genug Wärme hat in den Nieren, dann werden jetzt die Nieren einfach von der Temperatur her ausgeglichen. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie eine tiefe Reinigung deiner Nieren stattfindet. Alle Ablagerungen deiner Nieren reinigen sich jetzt ganz sanft und werden teils energetisch, teils einfach über die Blase und über die Harnröhre dann ganz harmonisch ausgeschieden. Und alle Ablagerungen deiner Nieren werden auch so weit zerkleinert, dass es für dich ganz angenehm ist. Du spürst jetzt eine tiefe Transformation, eine tiefe Kraft in dir. Nochmal ein tiefes Violett. Und dieses Violett geht jetzt über in ein hellblau-rosa und dieses hellblau-rosa weitet jetzt deine Harnleiter von der linken und der rechten Niere runter. Und alles, was aus der Niere gehört, wird jetzt
reinigt und fließt ab. Die Harnleiter entspannen sich und bekommen genau die ideale Form. Sie sind frei und durchlässig und alte Anstrengungen, Verletzungen fließen ganz automatisch ab. Und du spürst jetzt, wie deine Nieren wirklich diese Heilungsenergie gut annehmen, ganz stabil werden. Und du erlaubst dir jetzt, eine Heilungsenergie für deine Blase aufzubauen. Und du möchtest, dass dein Urin nicht zu sauer ist, nicht zu wässrig, sondern ganz gut alle Gifte ausscheidet, alle Reste ausscheidet, ausspült aus deinem Körper. Und deine Blase entspannt sich jetzt dazu und braucht mal eine tiefe Schocklösung und eine tiefe Reinigung, damit alte Emotionen, alte Enttäuschungen einfach mal von der Blase abgetrennt werden und sich diese transformieren. Atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt, dass deine Blase in ein helles, strahlendes, heilendes Licht getaucht wird. Es ist ein orange-grünes Licht. Und du spürst auch, wie sich deine Blase entspannt. Und aller Stress, alle eventuellen Entzündungen, alle Einschränkungen von deiner Blase jetzt gereinigt werden. Alle Schocks, alle negativen Programmierungen lösen sich jetzt ab. Und du spürst, dass du immer mehr und mehr entspannst. Dass sich alle Ängste, alle Eigenwertsthemen, jeglicher Stress jetzt aus deiner Blase löst. Und dieser Stress, diese alten Emotionen wollen natürlich auch abfließen. Und jetzt stellst du dir vor, dass sich Mutter Erde unter dir einfach öffnet, also die energetische Mutter öffnet sich jetzt und all deine Sorgen und Ängste kannst du ihr jetzt übergeben, die auf der Blase und eventuell noch auf der Harnröhre auch gespeichert sind. Ich bin für dich da, ich trage dich, spricht Mutter Gaia. Ich bin die Älteste und die Größere. Und du brauchst jetzt nicht tapfer sein und dich sehr anstrengen. Ich bin jetzt für dich da und bringe dir Heilung, Klarheit und tiefen Frieden.
entscheide dich jetzt in diesem Augenblick, nicht mehr zu kämpfen oder dich zu verspannen, sondern in diesem Augenblick lass jetzt los. Lass jetzt los. Lass jetzt los. Und du spürst jetzt, wie dieser Energiestrom wirklich von den Nieren, Harnleiter, Blase über deine Harnröhre ausgeschieden wird. Deine Harnröhre wird gereinigt, sämtliche Bakterien, Infektionen, alles wird jetzt aus der Blase, aus dem Harnleiter gereinigt. Du kannst dir das vorstellen, als würdest du wirklich einfach auf der Toilette sein und urinieren. Genauso ein Strahl ist das, das fließt jetzt einfach ab. Und sämtliche Gifte, Giftstoffe verlassen jetzt dein System. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre jetzt, wie dein gesamter Urogenitalbereich, die Nieren, Harnleiter, Blase, Harnröhre sich entspannen und gereinigt werden. Und in diesem Augenblick fließt eine tiefe, tiefe Heilung durch dein System. Und du spürst, dass du immer mehr und mehr loslassen kannst, dich entspannen kannst und dass jetzt deine Nieren in einer optimalen Schwingung schwingen. Und jetzt kommt noch dein gereinigtes Blut aus dieser Blutwaschmaschine. Atme einfach mal tief ein und wieder aus und dann nochmal tief ein und wieder aus und noch ein drittes Mal tief einatmen und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie dein Blut entgiftet und gereinigt ist. Du spürst, wie deine Nieren optimal arbeiten, wie deine Filteranlage, deine körperliche, absolut rein ist. Und du spürst, wie du frischer und klarer bist. Du merkst, dass du optimal versorgt bist. Also dein Blut hat die optimale Sättigung, Sauerstoffsättigung, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, ist alles perfekt. Du bist jetzt frei von Ablagerungen, von alten Stress, also Ablagerungen sowohl im konkreten Sinn von Giften her, als auch eben im energetischen Sinn, wo alte Emotionen jetzt gelöst wurden. Und du atmest noch einmal tief ein und wieder aus und du spürst jetzt, wie sich eine tiefe Entspannung und Dankbarkeit in dir breit macht. Dieses Licht, das dich anfangs, dieses Aprikot, also hellorange, rosarote Licht, das dich zuerst zu diesem Ort getragen hat, scheint jetzt aus dir heraus. Und dieses Licht ist die reine Dankbarkeit. Und du bedankst dich jetzt vor allem bei der Goldrute, bei Mutter Gaia, bei all den Menschen in deinem Umfeld, die dir jetzt diesen Freiraum gelassen haben. Und du bist zutiefst dankbar der geistigen Welt gegenüber, der energetischen Ebene gegenüber, dass sie diese heilende Reise jetzt mit dir gemacht haben.
Atme noch einmal tief ein und wieder aus und streck dich dann durch und erlaub dir genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Bedank dich nochmal bei der geistigen Welt. Spür nochmal nach. Und wenn du soweit bist, dann kannst du wieder ganz ins Hier und Jetzt zurückkommen. Beweg dich nochmal. Und wenn du dich gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und bist wieder ganz im Hier und Jetzt zurückgekehrt. Du kannst diese Meditation natürlich wiederholen, so oft du möchtest. Du kannst auch gerne andere Organe auf diese Art und Weise so mental einfach mal bearbeiten. Wie gesagt, ich rede nicht von den körperlichen, also physischen Organen im medizinischen Sinne, sondern von den energetischen Organen. Und diese Meditationen ersetzen keinen Arztbesuch. Also handle da eigenverantwortlich. Genieße sie, sie können dich unterstützen, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das auf jeden Fall. Und schau dir einfach mal an, wie es dir geht, was sich tut und schreib mir einfach mal deine Erfahrungen auch in die Kommentare, wenn du möchtest. Like dieses Video, teile dieses Video, wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch mit der Blase immer Probleme hat. Und dann wünsche ich alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ereni. Bringt Energie. Tschüss.